Guten Morgen, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich liege hier in Tropea am Strand und mache es mir noch ein bisschen gemütlich, denn heute geht's auf Schnorcheltour. Ich freue mich schon richtig. Ich liebe diese schönsten Strände, Glas, klares Wasser. Ja, aber jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann muss ich noch packen und dann geht's los. Seid ihr dabei? Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Ein echtes Problem hier in Italien ist, an den Strand zu kommen. Das ist alles privat, du kommst hier nicht hin. Die haben hier eine Treppe, aber die bewacht jemand. Und es ist echt schwierig. Ich traue mich jetzt einfach mal hier runter zu gehen und dann unten lang zu laufen. Ich suche mir jetzt erstmal einen Bäcker, um zu frühstücken, denn da, wo ich stehe, ist es etwas ungünstig, Kaffee zu kochen. Ich habe jetzt ein kleines, aber feines Plätzchen gefunden mit besten Bewertungen, abseits der Gassen. Ich bin ja eher fürs herzhafte Frühstück, aber herzhaft ist hier nicht. Ha, wen haben wir denn da? Ich glaube, es ist Heidheit. Das Wasser kommt bis zu den Liegen. Hier ist schön. Hier ist richtig türkis alles. Ach, ich würde zu gern jetzt hier reinspringen, aber das geht nicht. Ich bin auf dem Weg zu diesem Van, der mich zum Boot bringt. Und wenn ich dann klitschnasse Klamotten habe und mich in den Van setzen soll, ist es auch nicht so angenehm. Wer kennt's? Wenn ihr in einem Hotel seid und morgens um 8 schon auf allen Liegen Handtüchern liegen. Hier steht halt dann der Sonnenschirm am Strand. Vielleicht noch mit ein bisschen Badespaßsachen. Die Leute. Ich denke mal, du, was bellt denn hier? Hallo. Hallo, du da oben. So, es geht los. Ich sitze hier schon im Auto, was mich abholt. So, jetzt sind wir da. Ich muss jetzt einfach hinter denen hinterherlatschen. Hier spricht keiner Englisch. Geht ein bisschen drunter und drüber. Ich habe gestern keine Buchungsbestätigung bekommen. Ich habe jetzt die von meiner Kreditkarte die Abbuchung gezeigt und ja, das ging auch. Mal gucken, ob es eins von diesen Booten ist. Ich bin die Einzige. Okay. Take over the shoes. Take over the shoes. Or here or in your bag. In my bag. Allora signori, le ciabatte vanno tolte prima di salire a bordo, le potete lasciare, aspetta. Le potete lasciare o qui sul pontile oppure nella borsa. Manuel. So, Schuhe müssen in die Tasche. Das ist ein Luftboot. Hauptsache die Luft geht nicht raus. Oh, wir legen jetzt ab. Das ist unser Ablegemensch. Unser Boot ist übrigens noch voller wie das. Geil. Jetzt geht's los. Thank you.
verstehe zwar kein Italienisch, aber Capo Vaticano soll das wohl sein. Guckt euch doch mal das Wasser an. Natürlich haben sie die angefüttert. Ich habe alles gegeben. Ich komme da nicht runter. Hier gibt's jetzt Sekt. Alle guten Dinge sind drei. Ja, jetzt gehe ich duschen und dann fahre ich weiter Richtung Süden, denn ich habe für morgen früh Fährtickets nach Sizilien. Und ja, morgen geht es nach Sizilien, Venas Premiere auf einer Fähre. Frisch geduscht, man fühlt sich gleich wie ein neuer Mensch. Jetzt fahre ich Richtung Fähre. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Der erste Supermarkt, den ich hier treffe in seit Norditalien. Mal, was hier so los ist. Hier ist, glaube ich, gar nichts los, außer der Hafen. Und darum werde ich heute ein bisschen arbeiten. Videos auf der Festplatte speichern, sortieren und vielleicht noch zwei Reels schneiden. Und ja, und morgen früh um 7 muss ich schon am Hafen sein. Werner will Boot fahren. Einmal nach Messina, bitte. Da ist das gute Stück. 20 Minuten trennen uns von Sizilien. Und ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass es so hohe Berge auf Sizilien gibt. Thank you.
Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über euren Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren und Glocke nicht vergessen.